Heute bereiten wir eine Kräuterquarkcreme zu. Bitte schaut euch das Video zur Küchenvorbereitung an, bevor ihr loslegt. Bereitet euren Arbeitsplatz mit allem, was ihr während der Zubereitung benötigt, vor. Ihr benötigt 250 Gramm Speisequark, etwas Milch, Schnittlauch und Salz. Gebt den Speisequark in die von euch vorher vorbereitete Rührschüssel. Denkt auch bitte daran, all eure Kräuter gründlich zu waschen, bevor ihr sie in eurem Rezept verwendet. Nehmt nun eine Kräuterschere, so wie hier im Video gezeigt, oder ein Küchenmesser und schneidet eure Kräuter in mundgerechte kleine Stücke. Gebt sie zur Quarkmasse hinzu. Würzt eure Quarkmasse nun mit etwas Salz und gebt einen Schuss Milch hinzu, um eine cremigere Konsistenz zu erlangen. Verrührt nun all eure Zutaten zu einer glatten Masse. Schmeckt anschließend mit einem Probierlöffel ab, ob genug Salz und Kräuter in eurem Kräuterquark sind. Nun ist eure Kräuterquarkcreme fertig und kann angerichtet werden.